Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität am Morgen, zum Wettervideo am Morgen. Heute am 31. Oktober 2024 beginnend wie so oft an der Charca de Maspalomas. Und ich glaube, es hat irgendwas mit dem Wetter und der Sonne zu tun, wo und ob sie sich versammeln. Ich sehe sie schon wieder, aber im Moment zu weit weg, ganz am Anfang der Charca. Und hier ist jetzt ganz wenig los, also im Punkto Reihe auf den Bäumen. Wir haben traumhaftes Wetter und so einen Weit- und Klarblick, wie man ihn selten hat. Und deswegen kurz der Stopp hier. Man hört überhaupt kein Meerrauschen heute, ganz ruhig. Ja, das Trappen. Kommt nicht von den Pferden, nein, das kommt von den Joggern. Sieben Uhr und 14 Minuten und 16 Grad. Ja, heute Morgen doch merklich frische. Aus aktuellem Anlass gehen wir ganz einfach noch mal hier entlang oder zuerst mal die Richtung Leuchtturm, Richtung Faro, aber es ist zu schön, um es nicht zu zeigen. Also die 360 Grad Kamera macht doch Sinn, denn dann könnte ich jetzt sozusagen vorne und hinten gleichzeitig mit aufnehmen. Ich werde es auch in den nächsten Tagen noch mal machen, den die Spiegelung jetzt hier. Der schöne Sonnenaufgang am Strand von Maspalomas und die wunderbaren Farben und Eindrücke jetzt hier. Ja, die Gelegenheit muss man nutzen, wenn schon Niedrigwasser nicht ganz, aber wir haben die Chance, doch noch mal rumzulaufen hier um unseren Faro. Schaut euch an, wie schön sich auch der spiegelt hier jetzt im Strandsand. Und dabei können wir auch gleich das Wetter machen. Das aktuelle Wetter in Kurzform habe ich schon. Temperatur jetzt gerade 21 Grad, es ist genau 8 Uhr. Tiefstwerte waren es heute 18 Grad an der Hauswand. Und Höchstwerte werden um die 26 Grad erwartet. Ja, für alle, die sich ein bisschen auskennen, so eine kleine Besonderheit, dass man hier um den Steg herumgehen kann im Sand. Das ist nicht selbstverständlich. Sonnenaufgang war um 7 Uhr und 12, um 18 Uhr 18 ist Sonnenuntergang. Wassertemperatur noch 23 Grad. Ja, und das ist auch unser Treffpunkt morgen. Morgen 16 Uhr hier am Faro. Ich freue mich auf die Gäste, die auch sich schon angekündigt haben. Und natürlich auf die Antje, die dann morgen, wenn alles klappt, hier mit dabei sein wird. Aber es fehlen noch die Gezeiten. 6.22 Uhr war Niedrigwasser. Um 12.27 Uhr Hochwasser.
und um 18.37 Uhr wieder Niedrigwasser. Also man kann jetzt hier wirklich rumgehen. Es geht noch ungefähr, ich würde sagen, eine halbe Stunde und dann ist das Wasser wieder so hoch. Und da kommt mir auch jemand entgegen. Die Steine, die hier sind, sind bedeckt mit dem Sand und hier ist der andere kleine Sandstrand. Obwohl da schon wieder ein paar Steine rausschauen da vorne. Aber durch die kommende Flut sind die vielleicht auch wieder weg. So, und nun gehen wir der Sonne entgegen. Aber nicht ohne noch jemanden zu grüßen. So, und zwar ist wer denn gegrüßt? Die Martina und der Sigi. Und die Grüße kommen von Margit, Kevin und Helmut. Also recht herzliche Grüße, wo immer ihr auch seid. Ich nehme an, auf Gran Canaria. Ihr seid auf jeden Fall in Gedanken. Die Martina und der Sigi sind in Gedanken von Margit, Kevin und Helmut. Schöne Grüße. Seht das als kleine Grußkarte vom Strand von Maspalomas an. Ja, morgen früh gibt es noch ein kleines Video, ein Nachschlag von gestern Abend. Wir waren ja unterwegs in Playa de Ingles und da haben wir noch so ein paar Eindrücke gesammelt. Auch ein neues Restaurant gesehen, ein schon bekanntes Restaurant, ein weiteres Restaurant an einem anderen Platz. So, wer sehen möchte, morgen früh, aber jetzt konzentrieren wir uns auf heute. Donnerstag ist ja auch Halloween hier und wir schauen mal, ob wir ein bisschen was von der Atmosphäre mitkriegen. Ja, für die, die es noch nicht gesehen haben, wir haben Videos von der Kaspa, von der Sita und vom Jumbo-Zentrum in 360 Grad auf dem 360 Grad Kanal. Ja, und da bedanke ich mich auch recht herzlich für die Unterstützung auf dem Kanal. Das Abonnieren ist ebenfalls kostenlos. Und ihr helft mir damit, dass der Kanal ein bisschen besser sichtbar wird. Und anhand von den Kommentaren, die man da liest, sind einige ganz überrascht, was man alles sehen kann. Ja, heute ist auch der Alex Engel in der Sita angekündigt. Und zwar im Bermuda-Dreieck, in der Machbar. Und da werden wir natürlich auch hinschauen, ganz klar. Stimmungskanone Alex. Ja, und der andere Alex, unser Alex, der im Rollstuhl sitzt, der hat Besuch von seiner Schwester und die kommen auch zum Leuchtturm morgen und auch dann am Samstag treffen bei Lucky und Tine auf der Terrasse von Pedro, Pedros La Terrassa im Danubio, unweit vom Hotel Parque Tropical. Und der Alex wird da auch singen, beziehungsweise wir werden uns da treffen, Antje auch mit dabei und viele anderen. Also ihr seid recht herzlich mit eingeladen. Am Samstag, Pedros Terrasse in Playa de Ingles. Wir werden so etwa ab 20 Uhr da sein. Ja, und dann nächste Woche, dann geht's schon los mit der Winter Pride. Ein wahnsinniger Aufwand, der betrieben wird, wie viele Menschen da mitarbeiten und mitmachen. Sponsoren natürlich. Und. Also grundsätzlich für diejenigen, die hier sind, auf der Insel. Es gibt die Winter Pride jeden Tag Veranstaltung oder irgendein Motto im Jumbo-Zentrum und es ist kostenlos frei, außer man hat da VIP-Plätze gebucht.
Und dann gibt es diverse Veranstaltungen, wie zum Beispiel hinter mir auf der Terrasse. Hier oben im Blue Merlin Ibiza. Da sind dann sozusagen geschlossene Gesellschaften und da kommt man dann eben an diesen Tagen mit diesen Motto-Partys, da kommt man nur mit Eintritt vorher, also vorher gebuchten Eintritt rein. Also das sollte man berücksichtigen, wenn man eines dieser Lokale dann besucht oder auch, wie gesagt, Anlagen, Terrassen, Pools. Ja, heute Morgen kam ja das Interview mit Manfred und Roswitha Sander und nachlesen könnt ihr auch alles über diese Sache in der neuen Gran Canaria Olé in der neuen Zeitung. Ja, wieder so glatt, so schön flach, das Wasser hier kaum Wellen. Wahnsinn, nur an dieser Stelle nochmal der Gruß an alle im Kanal, auch gerade die eben, die nicht mehr kommen können, aus gesundheitlichen, aus Altersgründen, und die anderen, die sollen alle, wir sollen alle dran denken, uns wird es irgendwann mal genauso gehen. Und deswegen auch das Video, die Eindrücke für die Menschen, die dann eben vor dem Fernseher sitzen und es genießen. Und dann sage ich jetzt noch mal einen ganz lieben Gruß an die Helma. Die haben wir gestern gegrüßt, eine gemeinsame Freundin und Bekannte von uns, die viele Jahre hier gelebt hat und sich auf die Videos immer freut und mir gestern gesagt hat, dass sie im Moment jedenfalls nicht fliegen darf oder kann. Und freut sich auf jedes Video. Und die ein oder anderen, die haben nicht die Möglichkeit, sich den Kanal zu suchen, zu abonnieren, weil sie es einfach nicht hinkriegen. Und die sind dann immer auch angewiesen, dass man einen Link sendet. Und so werde ich der Helma dann heute Morgen. Liebe Helma, guten Morgen, guten Mittag, ganz gleich, wann du das Video auch ansiehst. Hast ja gestern eine Nachricht geschickt und ja, wir telefonieren auf jeden Fall. Und jetzt für dich speziell der Gruß noch aus deiner alten Heimat Gran Canaria, und ich hoffe, dass wir uns bald gesund und munter wiedersehen. Also auch an die Gäste mal dran denken, dass nicht alle so technisch begabt sind, sich den Kanal runterzuladen und zu abonnieren. Und die kommen dann manchmal vielleicht aus Zufall auf die Videos. Könnt ihr vielleicht ein bisschen nachhelfen. Nachhelfen könnt ihr auch mit dem Kalender und dem Plan B. Was glaubt ihr, wie sich die Menschen freuen, wenn sie ihre Ziele, die sie schon mal besucht haben, mehrmals wieder in einem persönlich erarbeiteten Reiseführer wiedersehen? Das habe ich gehabt. Die Gäste waren am Faro und die haben sich bedankt. Und zwar, weil die Kinder ihnen diesen Plan B geschenkt haben. Und dann haben sie sich tatsächlich aufgemacht und aufgerafft und sind nochmal geflogen, um den ein oder anderen Ausflug auch zu machen. Also das war eine schöne Geschichte. Und ja, durch den Plan B. Es gibt auch jetzt eine kleine Änderung. Roque Nublo, der wird in Zukunft nicht mehr privat erreichbar sein, sondern nur noch mit einem Zubringerbus
Und dann werden auch pro Tag maximal so und so viele Leute den Roque Nublo nur besuchen können. Man muss ganz einfach das ein bisschen eindämmen und ein bisschen kontrollieren. Und das ist also jetzt gerade beschlossen worden. Dieses Wahrzeichen hier, ein Zuschauermagnet hier in dieser Richtung. Und das ist auch gleichzeitig der Blick in die Berge. Ja, für viele Menschen ist ja Gran Canaria die zweite Heimat. Die haben 30, 40 Mal hier Urlaub gemacht, viele Tage, Wochen verbracht. Und ja, die Insel auch mit aufgebaut in dem Sinn, dass sie ja ihren Urlaub hier verbracht haben. Ja, grüße ich den Wolf und die Erika und die Dana natürlich mit ihrem Christian an dieser Stelle, fallen sie mir ein. Jetzt fallen mir eben so ein paar Geschichten ein, wenn man hier läuft. Der Rolf wollte mit seiner Erika hierher kommen, hat nicht geklappt. Ich hoffe, dass es der Erika besser geht oder gut geht, wieder gut geht. Und sende auch dahin Grüße. Ja, an den Joachim, der und dem Sven, die so fleißig in den Kommentaren sind, wie viele anderen. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Auf jeden Fall alle, die die Kommentare schreiben, sich die Mühe machen, sich da hinsetzen und dann was von sich geben. Das ist ganz nett und ich lese sie alle. Na und natürlich die Antje, die ganz aktiv mit dabei ist. Ja, Plan B könnt ihr bei ihr bestellen. Könnt ihr am Freitag ein Faro bekommen bei mir oder im Organic Food in der Sita neben dem Café Zipf. Und den Kalender natürlich auch. Hallo, guten Morgen. Ja, jetzt, guten Morgen. Hallo, hier ist die Monique aus. Die Monique aus? Playa de Inglis. Aus Playa de Inglis. Ehemals Hannover. Hannover, ja. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen, ne? Ja, wir haben sogar zusammen getanzt schon. Genau, wir haben getanzt. Ja, bis ganz zufällig haben wir uns hier am Strand getroffen. Mit meiner Freundin. Mit der Freundin. Wen grüßen wir denn? Sag doch. Ich grüße alle, die mich kennen aus Deutschland. Hier aus Spanien natürlich auch. Und speziell meine Verwandtschaft in Hamburg. In Hamburg. In Hamburg. Alles klar. Dankeschön. Wir sehen uns vielleicht beim Lucky am Samstag. Am Samstag sehen wir uns. Alles klar. Tschüss. Heute ist ja der André Parker da. Wo beim Lucky? Beim Lucky. Ah, okay. Dann schauen wir vielleicht auch mal hin. Genau, okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, so trifft man sich, so sieht man sich, so hat man Kontakt. Ich sage euch, es ist wie eine Familie, es ist wie ein Dorf. Und das ist das Schöne dabei und das möchte ich auch nicht mehr missen. Ach, ist das schön. Schaut euch jetzt das Bild an. Hier. Ist doch richtig fein. So, dann wissen wir auch, dass beim Lucky heute der André Parker ist. Ja, hinter mir, das ist kein Vogelgezwitscher, nein. So, schaut euch an. Jetzt könnte man die Ruhe auch genießen. Gibt es was Schöneres? Ich muss mich jetzt noch ein bisschen aufmachen, ein bisschen schneller gehen, laufen
Und ja, es ist ideale Voraussetzung durch den flachen Sand hier. So, Strandmeister Junior. Das ist der Junior vom Senior. Das ist der Sohn von dem, ja, der viele, viele Jahre lang hier unser, ich sage in Anführungszeichen, Strandmeister war, der Armado. Und jetzt in Pension ist. Also, ich werde ihn vermissen. Freundliches Grüßen, aber mit dem Sohn habe ich mich auch schon unterhalten. Und immer ein offenes Ohr und ein Wort, Zeit für ein Wort, auch wenn er im Stress war. Ja, hat seinen Ruhestand mit Sicherheit verdient. So, ich werde jetzt auch wieder, ich bin jetzt hier an der Bude 5 und werde auch hier den Rückweg antreten. Ich werde schwimmen gehen, ich gehe ins Wasser, ich nehme die Kamera mit, mache dann ein kleines Video davon. Harry geht ins Wasser, für den, der es interessiert, der es sehen möchte. Das muss man ausnutzen, solche guten Voraussetzungen. Wer weiß, wann sie denn wiederkommen, dass man nur eine, so eine kleine Welle hat hier. Ja, gestern war ich ja mit dem Roller beim TÜV und was soll ich euch sagen, bin nicht durchgekommen, weil das Abblendlicht nicht funktioniert hat. Die Birne 2 in einem hat nur das Fernlicht angezeigt. Standlicht ging auch, aber Abblendlicht. Also nochmal hin. Man hat ja sonst nichts anderes vor. Ja, und dann erstmal dieses Birnchen besorgen. Im dritten Geschäft wurde ich dann fündig. Wir haben ja einen ganz guten Laden, der heißt Motto Sprint. Der verkauft natürlich Mopeds, Motorräder, mittlerweile auch Elektrobikes. Ich wollte schon längst mal eine kleine Reportage machen. Ich werde es machen, ganz nett und freundlich, und dann wird sofort bedient. Und also Service richtig gut, Preise gut in San Fernando. Ja, und da bin ich dann hingegangen und habe mein Teilchen bekommen. So, aber jetzt erstmal hier genießen, was ist das für ein schöner Blick. Und wer da nicht ins Wasser geht, sage ich mal, der ist selber schuld. Ich stehe schon fast ja mit den Knien jetzt drin, mittendrin statt nur dabei. So ein kleiner Strandläufer, der mich auch hier begleitet. Wieselflink. Ja, jetzt die Farben, die werden jetzt richtig schön im Herbst. Ja, und 360 Grad heißt mehr sehen. Schöner, netter Kommentar. Man hat mich gesehen im Video. Mit roten Schuhen und zersausten Haaren. Ja. Das macht 360 Grad möglich. Da ist man mittendrin statt nur dabei. Ja, dann lasse ich mich mal hier nieder. Wahnsinn, doch mal der Blick hier in die Berge, wie klar man alles sieht. Dann lasse ich mich mal hier nieder. Die Frage kam, ob ich keine Angst habe, wenn ich ins Wasser gehe, dass ich die Sachen hier liegen lasse. Mit Sicherheit nicht, da habe ich ja vollstes Vertrauen und überhaupt keine Probleme. Und ich bin ja eigentlich immer im Blick meiner Sachen.
So, also Harry geht jetzt ins Wasser und ihr könnt das in einem separaten Video sehen dann. Weiter draußen bäumt sich so eine kleine, man sieht so eine kleine Welle. Aber das hat bestimmt was mit der Unterströmung zu tun. Also ich war gerade schwimmen bzw. baden im Wasser und dann auch noch ein bisschen schwimmen. Es lohnt sich. Und wer es sehen möchte, ja, ich werde das, weiß ja, jetzt sage ich mal, nirgendwo gut reinpasst, werde ich es im, mal sehen, ob ich es vielleicht im 360-Grad-Kanal hochlade, das Video. Mal sehen. Ja, im 360-Grad-Kanal gibt es auch mal ein paar Videos, die 150 Grad sind. Nur um den Vergleich zu haben, damit der ein oder andere auf dem gleichen Kanal mal sieht, wie sieht es 150 Grad und wie sieht es in 360 Grad aus. Nur zur Information, weil dann im Kommentar stand, bei mir funktioniert es nicht. Ich schreibe das aber dann auch in die Beschreibung immer mit rein. Man muss die Beschreibung dann ganz einfach auch mal anklicken. Vielleicht steht da ja was drin über das Video. Gerade diese Videos, die sind dann für die Menschen gemacht zur Orientierung. Die sagen zum Beispiel von A nach B, wie weit ist es von da nach da? Und ich werde im Laufe der Zeit alle Ziele irgendwo gefahren sein oder gelaufen von A nach B. Gestern bin ich zum Beispiel gelaufen vom Hotel Rio, Ballas am Dunastar vorbei zum Strand. Das heißt, dann sieht man auch eben kurze Wege ein bisschen genauer. So, unser Schwimmer oder ein Schwimmer ist auch wieder da im Wasser, aber nee, der geht noch, der badet nur. Es gibt ja welche, die ziehen hier richtige Bahnen. Und die sind auch auf der Suche nach dem Frühstück. Die kreist da ganz knapp über dem Wasser. Mit ihren Augen suchend, vielleicht. Oh, wie schön, grazil, wie sie mit den Flügeln das Wasser berührt. Unvorstellbar, wie knapp über dem Wasser auf der Suche nach einem oder dem Fisch. Jetzt hat sie das Wasser berührt. Richtig gut. Ich habe fast die Befürchtung, es wird wieder ein langes Wettervideo. Aber ihr könnt ja, wenn ihr es nicht sehen wollt, dann abschalten. Ist ja kein Problem. So, und da sehe ich auch die Familie mit den Brettern wieder, die ins Wasser gehen wollen. Die haben wir ja schon mal aufgenommen, aber die schauen ein bisschen ratlos auf diese kleine Welle. Das heißt, das wird jetzt
nicht ganz so schön sein wie vielleicht die letzten Tage. Ja, und ich komme jetzt auch zum Ende der Realität. Und werde mich so mehr oder weniger jetzt schon verabschieden. Es gibt ja immer was zu tun. Wie heißt es so schön? Dann lassen wir es liegen. Und ja, mit diesen Bildern jetzt hier verabschiede ich mich und sage danke, dass ihr mit dabei seid, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch schon mal einen schönen Tag. Und ja, Realität kann ich euch noch nicht sagen, wo es hingeht. Aber mir wird schon was einfallen. Jetzt erstmal hasta luego, ja, und unsere Gedanken. Ich habe gestern jetzt viel darüber gesehen, gelesen, gehört, was da in Gemeinde Valencia, das ist ja nicht nur die Stadt, das ist die Gemeinde Valencia, was da alles passiert ist. Und wir freuen uns hier über schönes Wetter oder machen uns Gedanken über einmal ein bisschen wenig Sonne oder viel Wind oder ein bisschen Regen. Und die Menschen, die haben alles verloren, hab und gut. Ich glaube, mittlerweile sind es schon über 70 Tote, die da zu beklagen sind. Und das ist einfach unvorstellbar. Es ist grausam, es ist aber die Realität. Und das ist sehr, sehr traurig, wenn man sowas mit ansieht. Und ich möchte den oder eben auch damit kundtun, dass viele, viele Menschen mittrauern und ganz einfach unfassbar finden, was da die Natur, was da passiert, wie schnell sowas geht. Und deswegen sollte man immer im Hier und im Jetzt sein. Und unsere Gedanken sind auf jeden Fall in dieser Region Valencia. So. Damit sage ich hasta luego. Bis später.